Hey Leute, weiter geht's mit meinem Pokémon Sosso-Wurfur. Und zwar jetzt kurz vor Bianca. Ja, genau. Fangen wir jetzt diese Trainerin hier raus. Die ein Snubbel Level 17 hat. Und jetzt noch diese da. Ich glaube, die habe ich jetzt schon im letzten Video mal gemacht, aber das stört glaube ich jetzt nicht, weil, naja, es dauert jetzt nicht wirklich lange. Okay, ich habe die Trainerin gemacht, ne, und ja, geht's jetzt auf zu Bianca. Ich save nochmal kurz und dann kommt der, was weiß ich, wie viel der Epic Battle. Naja, eigentlich ist der gar nicht so epic. Was habe ich gesagt? Oh, verdammt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Bianca, genau. Was Bianca? Miltank, Level 19. Das ist die erste Herausforderung, würde ich sagen, in diesem Spiel. Aber auch kein Problem für mich. Mein Igelava. Sind einfach unschlagbar. So, sie gibt mir jetzt nicht den Orden, weil sie zickig ist, bis sich diese eine Trainerin da zurückdrängt und sie mir einen Doch gibt. Was ich ja wirklich sehr, sehr gut von ihr finde. Okay. Saven wir ab und ja. Damit wäre also die dritte, die erste weibliche Person von den Arena-Leitern geschafft und insgesamt der dritte Arena-Leiter. Sehr schön. Ich will mich nochmal jetzt irgendwie in dem Video, weiß auch nicht wieso gerade in dem, dafür entschuldigen, dass ich nicht von Anfang an angefangen habe. Plus die labern da so viel, das dauert so ewig und wenn der dann immer hängen bleibt, ey. Das kotzt mich an. Bei solchen langen Gesprächen, da bleibt der hängen und man kann nicht speichern. Ja, sowas ist echt beschissen. So, das Video läuft jetzt seit ungefähr 3 Minuten. Und ich mache jetzt einfach mal hier weiter. Mit den Trainern, die ich noch nicht herausgefordert habe. Zum Beispiel dieser hier. Oder dem da. Ist doch eine männliche Person, soweit ich weiß. Soweit ich gesehen habe. Oh, ja, Mera ist ja kein Normaltyp mehr. Azura ist ja noch normal, das finde ich genial. Ist gereimt. Unbeabsichtigt, ich glaube nicht. So, okay. Boah, Voltoball Level 2. Oh, krass, ey. So ein faszinierendes, ja, so ein faszinierender Kampf. Ey, Level 2. Dass ich das besiegt habe, das wundert mich jetzt fast, ey. Krass. Ich mach Fortschritte. Den nehme ich jetzt mal irgendwie nicht auf. In mein Adressbuch. Oder mein Pieper. Auch gerne genannt. So, ehe sich das Spiel aufhängt. Mal kurz ausmachen. Bitte nehmt es mir nicht übel, dass das jetzt so ein bisschen scheiße ist. Weiter geht's. Ihr habt es gar nicht gemerkt und es war eigentlich gar nicht störend. Und ja, alle sind glücklich, zufrieden. Und ja, wir können. Und jetzt können wir schon machen mit einem Tackle bashen. Mann, wird das anspruchslos hier. Ich habe auf den Tisch geschlagen, weil das so anspruchslos ist. Ja, den Tisch mal hier. Ja, mir fällt gerade ein gutes Wort dazu ein. Abonnieren. Ah, das ist genial, die Grafik hier. Die mit ihrem Snobilicat. Ich weiß nicht, wie sprechen ihr das aus? Snobilicat oder Snobilicat?
Oh. War jetzt ein bisschen falscher Weg, hab ich im Gefühl. So, okay, hier gibt es eine Beere. Ja, was ist? Ich glaube, ich habe jetzt meinen Pokémon angesprochen und es mag mich nicht. Es mag mich nicht! Interessiert mich nicht, es muss mich nicht mögen, um sich zu entwickeln. Boah, wenn jetzt Sinsala kommen würde, sowas käme echt geil. Okay, hier unten haben wir keinen Muggelbaum stehen. Sondern einen Zerschneiderbaum. Wow, Blutzer. Ah, Käfer. Finde ich genial. Wohl die einfachsten Trainer in diesem Spiel, die es gibt. Ja, ich save mal kurz. Ich sagte gerade, ich save kurz. Das dauert genauso lange wie immer. The wrong image has crashed und ja. Damit, mit diesem Satz beende ich das Video. Also, bis dann, Leute. Ciao.